In Brasilien ermittelt die Staatsanwaltschaft seit Jahren gegen den Volkswagen-Konzern. Dabei geht es um seine Rolle während der Militärdiktatur zwischen 1964 und 1985. Wie Recherchen von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung gezeigt hatten, soll VW regimekritische Mitarbeiter überwacht und an die Militärregierung ausgeliefert haben. Die Opfer fordern Gerechtigkeit, aber Entschädigungen gab es bislang nicht. Es ist kein normaler Schichtwechsel bei Volkswagen in Sao Paulo. Ehemalige Mitarbeiter verteilen Flugblätter und fordern die Aufarbeitung der dunklen Vergangenheit des deutschen Konzerns in Brasilien. Unter den Demonstranten sind Folteropfer, die in den 70er Jahren auf dem VW-Werksgelände gefangen genommen wurden. Zwei Wachen nahmen mich in Sektor 3 des Betriebsgeländes fest. Später sperrte man mich und andere VW-Mitarbeiter außerhalb des Werkes in ein unterirdisches Gefängnis der politischen Polizei. Vor mehr als 45 Jahren begann das düstere Kapitel der Konzerngeschichte. Während die Produktion auf Hochtouren läuft, verschwinden VW-Mitarbeiter, die meisten Gegner der Militärdiktatur. VW kooperierte mit dem Regime. In den Zellen der Generäle wurden die VW-Mitarbeiter geschlagen. Es gab Scheinhinrichtungen. Die Opfer leiden darunter bis heute. Die Vereinten Nationen fordern von Firmen wie VW grundsätzlich die Wahrung der Menschenrechte. Jedes Unternehmen muss klar prüfen, wenn die politischen Umstände zu Menschenrechtsvergehen auch im Firmenumfeld führen. Genau das tat VW. Der Konzern ließ eine Studie anfertigen und teilt auf Nachfrage mit. Die Studie fand keine Beweise für eine institutionelle Kooperation von VW Brasilien oder der VW-Leitungsebene mit dem brasilianischen Militärregime. Bislang hat der VW-Konzern keine Entschuldigung ausgesprochen und keine Entschädigung gezahlt. Solange sich das nicht ändert, wollen die Folteropfer weiterkämpfen.